Da müsste von oben irgendwas reinfallen. Wo ist Feuer? Ich höre hier irgendwo Feuer. Da oben. Weil mit Feuer könnte ich das Ding da wahrscheinlich dingsen. Könnte ich hier mit irgendwas interagieren? Ich meine, hier unten liegen ja auch noch ganz viele Holzteile, von wegen so, oh, guck mal. Das bringt mir jetzt was? Bringt mir gar nichts. Das Gefühl, auf der anderen Seite ist dasselbe Prinzip wie hier auf der Seite. Aber ich habe kein Schwert, womit ich diese Seile durchschneiden könnte oder so. Ich wollte nur mein. Kannst du das hier aufmachen? Just for the lulz. Nein, du bist nutzlos. Da ist eine fucking Tür. Das da ist eine fucking Tür. Wie soll man denn bitte das sehen? Are you fucking for real? Ich zerbreche mir hier den Kopf, Mann. Das sieht aus wie eine Leiter oder irgendwas. Kann ich aber nicht benutzen. Runtergefallen, cool. Was ist das hier? Sie kommt nicht rüber. Ich habe das Gefühl, ich brauche sie, damit diese Dinger hier hochgehen. Und das ist definitiv ein Mechanismus, brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder muss ich hier irgendwie bis darüber klettern? Weil hier hoch? Nope. Ich stelle das Spiel jetzt just for the lulz mal noch heller, obwohl das schon scheiße hell ist. Und ich sehe wahrscheinlich trotzdem die Tür nicht, wetten? Nein, sie wird attackiert. Ach, leck mich. Und ich habe noch keine Ahnung, wie viel das hier ist, eine Leiter. Hallo Tante Kara. Ja, ich komm schon. I'm coming to the rescue. Nimm mein Patschehändchen. Komm, wir laufen weg. Okay, komm du mal mit. Händchen halten, weil du in diesem Spiel Händchen hältst. Hier, das ist mein NPC, den ich mit durch die Gegend nehme. Und den halte ich an der Hand. Deshalb Händchen halten. Ja, guck mal, es reagiert auf sie. What is this game? Das Game nennt sich Ico. Das spielt nach Shadow of the Colossus und da ich das Shadow of the Colossus Ending ziemlich cool fand, dachte ich mir, ich spiele mal quasi. Ich weiß nicht, ob man es Nachfolger nennen kann, das ist ein total anderes Spiel.
Okay. So schnell. Das hat jetzt was gebracht? Na, lass ihn in Ruhe. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein großes Puzzle-Game. Wo willst du sie schon wieder hin entführen? Hör auf mit der Scheiße. Nein, du nimmst sie nicht mit. Sie gehört mir. Das ist mein Universal-Dietrich. Hör auf mich zu schlagen, das ist nicht nett, Mann. Und bisher ist das einzig nervige Element in diesem Spiel nicht mal die Rätsel. Die Rätsel sind okay, aber diese scheiß Schattenviecher sind zum Kotzen. Ja, komm mit mir. Man kann sie zwar töten, aber sie brauchen halt irgendwie so gefühlt 70 Kantholzschläge. Weil mein Kantholz minus 2 auf Schaden hat. Nein, ich treffe dich nicht, Quatsch. Das macht das Ganze so annoying. Ich komme halt gerade auch nicht weiter, solange ich nicht die Viecher alle kaputt besiegt habe. Und das nervt. Haben wir es dann? Nö, ich spawn einfach nochmal. Cool. Man sieht ja, wie viel Schläge ich für den Heini brauche. Kommt einfach ein anderer und entführt sie und. Und ich kann zwar mit ihr durch die Gegend rennen, aber hier ist halt eine scheiß Leiter, wo sie von alleine hochklettern muss, was sie nicht tut, wenn sie von Schatten bedroht wird. Das macht es halt echt nervig. Ja, hier, sie bewegt sich halt nicht mal. Power of the KI. Nicht treffst, Valo! Mein Gott, wie viele Hits braucht er denn? Gib Gummi. Gib bloß Gummi. Okay. Tja, in dem Raum habe ich jetzt irgendwie Augen geöffnet. Und was bringt mir das hier genau jetzt? Licht. Ja, das Licht ist hier vorher schon reingefallen, oder? Ich habe keine Ahnung, was er gebracht hat. Also so, 0, minus irgendwas, keine Ahnung. Kann ich hier irgendwie mit diesen Augen agieren? Nein. Hier ist auch nur schwarz. Ich meine, ich habe da hinten doch... Augen aktiviert. Das ist jetzt durchlässig. Ach du Scheiße, wie weit hoch geht denn das noch? Was ist denn das da auf der Seite? Was ist denn das hier auf der Seite da oben? Oh, hier könnte ich auch nochmal hoch. Oder? Nee, kann ich nicht. Aber da oben ist nochmal ein Ausgang.
Oh, shit, 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 shit. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Null Niada. Hiermit kann ich nicht interagieren. Ja, ich komme und rette dich, ist okay. Es tut mir leid, ich glaube, das ist. Ich werde, glaube ich, heute nur heute Abend Alko spielen. Wenn mir diese Schattenviecher einfach zu sehr auf den Piss gehen. Ohne Witz, das ist. Es ist ja nicht so, als ob das Spiel nicht schon kryptisch genug ist. Nein! Du musst alle fucking 2,5 Minuten diese blöde Tussi befreien. Die Tür hier ist zu, ne? Ja, weil ich dafür. I don't get it. Ich höre doch schon wieder irgendwelche. Boah, Mann! Er kommt halt auch nicht. Er schreckt jetzt immer wieder zurück. Ah, versteht mich nicht falsch. Das Spiel ist gut, aber diese Schatten sind ultra nervig. Diese Schatten sind einfach nur ultra Nervtotmaterial. Moment, ich kann da so vorschlagen? Ja, aber ich habe halt nur ein Holzstück und kein Schwert. Hätte ich ein Schwert, würde es kaputt gehen, ne? Habe ich das denn richtig gesehen? So ein bisschen geschlussfolgert, weil da ist ein Schwert, aber das kriege ich nicht, weil das. Dafür müsste dieses Ding aufgehen und ich weiß nicht wie. Kommst du bitte hier lang? Danke. Ich glaube, ich speichere jetzt das mal, weil ich habe ja immerhin schon einmal Fortschritt gemacht. Ist doch cool, dass man ohne sie nicht speichern kann. Speichern, ja. Sieht vielleicht auch eine Tür. Ich verstehe halt nicht, was das gebracht hat. Hier kann ich nichts mehr tun. Und hier hat man halt so fucking unsichtbare Türen. Ich höre schon wieder Viecher. Ja. Da leuchtet es schon wieder. Kann ich denn hier nicht irgendwo hoch? Da oben ist halt auch noch ein Schalter, aber da komme ich nicht hin. Ich habe noch eine Idee. Na komm. So, kann ich meine. Aha. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Komm hoch.
gucken uns mal an, was wir uns hier erbastelt haben. Noch ein Sofa, das ist schon mal gut. Ist immer noch Ostarena, oder?